jetzt kommen wir zum Titelstück unserer CD. Black and White Swan. Das sind die Kontraste. Das sind aber auch die Gegensätze, die zusammengehören. Das ist eigentlich auch, ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Gefühl hatten, Sie würden sie am liebsten, wenn Sie irgendwas Schreckliches erleben oder lesen in der Zeitung. Es sind ja gerade nicht ganz einfache Zeiten. Sie am liebsten mal Ihr ganzes Entsetzen aus dem Leib brüllen. Platte als Impuls für die nächste Komposition. Hatte ich diesen Impuls? Ich habe aber nicht ganz die Stimme dafür, aber ich habe jemanden gefunden. Der unglaubliche Markus Weckermann. Wir haben auf der CD auch noch einen anderen Gast. Ich sehe ihn hier im Publikum sitzen. Auf der CD können Sie ihn bei 3 Stücken hören. In Odilo Klausnitzer am Horn. Und Sie sehen vielleicht, dass da oben schon eine wunderschöne Zeichnerei ist. Zeichnerei. Sie ist von der unglaublichen Chantal Maquette. Mehr verrate ich nicht, das werden Sie gleich selber sehen. Black and White Swan, dieses Stück thematisiert tatsächlich auch Krieg, auch Verwüstung und auch die Zeit danach zum Aufbruch. Und ich erlaube mir ausnahmsweise, weil ich das wichtig finde, hier jemanden zu zitieren, den ich sehr verehre und der wieder hochaktuell ist. Martin Luther King, er hat gesagt, entweder wir lernen, nebeneinander wie Brüder zu leben oder wir werden als Narren untergehen. Ich finde, das ist sehr brisant gerade. Black and White Swan. Sie werden als Solisten hören, Nils Tegen und Jens Böcken am Timbal. Danach ist Pause, genießen Sie Getränke, gehen Sie zum Wühltisch, unterhalten Sie sich. Wir kommen wieder und Sie hoffentlich auch. Thank you.
Thank you.
Thank you.
und wahrscheinlich nicht nur wir, von dem ich aus dem Herzen geschrieben habe, Markus Weckermann.